Scheiße. Scheiße. Wir sind aufgefallen. Wir sind aufgefallen. Aber wir lassen uns davon jetzt hier nicht beirren. Der scheint aber weiter nach links gelaufen zu sein, der Scharfschütze. Da ist er. Gewesen. So, ist da noch einer. Sieht im Moment nicht so aus. Das heißt, was? Halten und interagieren? Moment. Ich würde aber vorher gerne den anderen noch eben kalt machen. Fuchikato. So, lallern. Genau, lallen tun wir jetzt auch schon. Und nachladen machen wir jetzt auch. So, und dann gehe ich aber jetzt, interagieren. Hau! Ruck! Hau! Ruck! Müssen wir das überhaupt noch machen? Müssen wir das eigentlich noch machen? Das ist ja, glaube ich, nur, wenn wir uns hier wahrscheinlich vorkämpfen wollen und die Scharfschützen nicht erledigt haben. So, der hat sich mal wieder selbst angezündet. Der Typ, selbst schuld. Ja, jetzt müssen wir einen Moment warten. Mein Gott, das brennt hier aber auch alles wie Zunder. Was? Ich hatte gerade gedacht, ich hätte hier noch was gehört. Ein Vieh oder was? Hier so ein Hund oder so. So ein Hündchen. Erscheinen also irgendwie noch welche nachzukommen. Mhm. Okay. Da können wir nicht hoch. Das heißt, wir können jetzt nur über die Brücke. Da gehen wir jetzt mal lieber schneller. Ich traue dem Braten nicht. Jawohl. Da ist wieder so ein scheiß Gepanzerter. So. Den müssen wir nämlich zusehen, dass wir dem immer auf den Kopf schießen, so einen Gepanzerten. Das habe ich mir nämlich langsam schon selbst so zusammengereimt. Ah, jetzt scheinen wir selbst eine etwas Rüstung zu haben. Ja, haben wir auch. Wird auch angezeigt. Cool. So, da gehen wir auch nochmal drüber. Leiche. Da hinten müssen wir hin. Ja, wenn wir da hinten hin müssen, dann gucken wir erstmal eben hier. Und da hinten war nämlich auch noch eine Kiste gewesen, nämlich hier. Hauptsache, hier geht jetzt kein Fahrstuhl nach oben oder nach unten. Schnell mal wieder raus. Okay. Jetzt müssen wir ja wieder gucken. Hier wird uns ja jetzt so nichts angezeigt an der Karte im Prinzip. Achso, wir haben nachgeladen. So, jetzt können wir auch gleich mal das ausplündern, die wir da oben umgebracht haben. Boah, so ein Fett. Und dann streckt er auch noch seinen Bauch hier raus. Ih, seine dicke, fette Wampe. Boah, bist du ekelig. Pfui, Deibel. Deine Haare ein bisschen angebrannt. Man soll das nicht so viel mit Feuer spielen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, das haben wir alles hier. Also vom Schaden her können wir uns ja eigentlich hier nicht beklagen. Da sind wir ja ganz easy hier noch durchgekommen. Naja gut, langsam aber sicher haben wir ja auch ein bisschen Erfahrung. Wäre ja schlimm, wenn wir keine Erfahrung sammeln würden. Und nicht mit der Zeit hier ein bisschen besser werden.
geringfügig jedenfalls. Okay. Checkpoint erreicht. Finde die merkwürdige Tür in der Ausgrabungsstätte. Finde die merkwürdige Tür in der Ausgrabungsstätte. Aha. Ich halte besser die Augen auf. What? Ah, von da. Wie sind die denn da hochgekommen noch? Hier blinkt doch noch eine Leiche. Da. Hier ist so eine Leiche. So. Okay, jetzt ist die Frage, was wir machen. Scheiße. Wir müssen hierher. Also wir sollten noch nicht alles hier einschießen eigentlich, aber na gut. Diesmal kriege ich ihn. Hier ist ja auch noch eine Leiche. Versteck dich nur. Ich finde dich schon. Die hat sich irgendwie mit dem Fels verbündet. Dann lassen wir die mal. Wir wollen sie dann auch nicht stören. Das ist nur ein Kratzer. Alter, wo bist du? Okay, wir gucken mal eben kurz hier hinten nach. Ob hier irgendwas liegt? Nein. Uiuiui. Das hört sich hier alles so einsturzgefährdet an. Da scheint nichts zu sein. Der muss doch da hinten irgendwo sein, der Typ. Das war's mit einem Schuss. Kopfschuss. Cool. Oh, da haben wir wieder Scharfschützen. Aber erstmal kommt das Fußvolk, glaube ich, angerannt. Erst scheint das Fußvolk zu kommen. Da stürzt schon wieder was ein. Uiuiui, ui, ui. So, Dali scheint nicht zu liegen. Dann gehen wir jetzt auch nicht noch weiter nachgucken. Das ist eine Möglichkeit. Dach ist eine Möglichkeit. Das Dach? Aha. Oh, unsere Panzerung geht ein bisschen dem Ende entgegen. Komm schon. Okay, da oben ist noch ein Scharfschütze. Ich denke, den sollten wir auch mit seinen Waffen eliminieren. Ja. Alter. Warum haben wir den nicht beim ersten Mal gekriegt? Man weiß es nicht. Okay. Jetzt ist die Frage, ob der andere auch noch ein Scharfschütze ist. So, mal eben kurz wieder meine Handballunterlagen hier gerichtet. Ich wechsle lieber erstmal, weil ich nicht weiß, ob der... Komm, dann machen wir auch hier mit. So, das ist kein Scharfschütze, das ist wieder so ein Brandexperte. Alter. Bleib da mal ruhig stehen, Mensch. Lass dich da mal in Ruhe erschießen. Was soll denn die Scheiße? Immer muss man sich da so...
in Acht nehmen. Und gut zielen. Leiche plündern, ja. Nicht Waffe wechseln. Also ich muss sagen, ich bin momentan mit unseren Waffen hier ziemlich zufrieden. Kann ich mich jetzt nicht beschweren. Beuterucksack voll. Ach du Scheiße. Wir hätten mal lieber noch ein bisschen verkaufen sollen. Scheiße. Das heißt, wir können jetzt hier gerade nur Kohle nehmen. Ja, schade. Gut, ist halt so. Schade, schade. Gerade jetzt, wo wir hier wahrscheinlich doch ziemlich viel zu plündern haben. Na gut. Wirklich schade. Okay, weiter geht's. Bisschen ärgerlich mit dem Rucksack voll. Okay, wir müssen da mal wieder ein bisschen was loswerden. Vor allem können wir da auch mal ruhig ein paar Blätter raushauen. Die wachsen ja hier schließlich an jeder Ecke. Das heißt, wenn wir mal wieder Blätter für irgendwelche Pflanzen brauchen, dann können wir die uns auch pflücken. So. Das nehmen wir auch noch mit. Wenigstens das Geld. Wir sind ja richtig geldgeil schließlich. Aha. Ich probiere den Kompass. Gute Idee. Ja. Oh. Sesam, öffne dich. Oh. Komodo Varan. Sterbe. Ja, so ist das Leben, so ist die Natur. Die einen öffnen eine Tür, die anderen sterben. Ach, geht ja nicht, ist ja alles voll hier. Richtig, richtig puppichtig. Checkpoint erreicht. Finde den versteckten Gang. Da unten müssen wir hin. Ja, ganz ehrlich, hier sehe ich jetzt nichts. Würde ich sagen. Hui. Gehen wir mal runter. Ich gehe ja jetzt ja wohl mal nicht mehr davon aus, dass hier jetzt noch andere sind. Weil wir ja schließlich hier als einzige den Schlüssel sozusagen dazu hatten. Aber jetzt weiß man natürlich nicht, ob welche hinterherkommen. Es muss einen Weg geben, es zu aktivieren. Ja, ziehen? Oh, oh Gott. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Check. Checkpoint erreicht. Finde den versteckten Gang. Erforsche die Tiefe. Ui, 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 ui. Gut. Wir werden die Tiefe hier erforschen. Wow. Das sieht so einsturzmäßig aus. Ach, den habe ich gar nicht gesehen. Der war aber gut getarnt. Scheiße. Das hat jetzt aber echt Muni gekostet. Wow. Uah, Fledermäuse. Hilfe! Ja, ich würde sagen, erstmal auf diesen hier. Jumpen, Alter! Alter, geh hoch! Geh hoch! Boah, sind wir hoch! Sind wir hoch!
Hui. Ja, nu, fall jetzt nicht gleich auf die Knie. Okay. Checkpoint erreicht. Erforsche die Tiefe. Und den haben wir auch. Okay, dann würde ich sagen, wir werden die Tiefe auch weiterhin erforschen. Wie man sieht, es wird spannend weitergehen. Und wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge, denn ich mache jetzt eine kleine Aufnahmepause. Und über einen Daumen hoch würde ich mich freuen und auch über Kommentare. Damit verabschiede ich mich für heute bei euch und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi!